Ja, hinter mir liegt jetzt der Eingang Nord. Im Moment heute Fachbesuchertag und Presse- und Medienvertretertag. Die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Obwohl es dieses Jahr auch viele normale Besucher gab, dadurch, dass die Gamescom-Leitung die Wildcard verteilt hat. Wildcard bedeutet, es durften ganz normale Besucher mit einem gewissen Geldbetrag schon am Pressetag eintreten und durften hier sich ab 13 Uhr umgucken. Dementsprechend waren natürlich die Gänge auch ziemlich voll. Sag mal, war jetzt für die Presse nicht so optimal. Und morgen ist hier wirklich richtig was los. Da steppt wirklich der Bär. Ihr seid natürlich bei uns dabei, live dabei. Wir werden da die Eröffnung, die ersten Besucher auch gleich mit sehen, die hier durchrauschen werden. So, jetzt sind wir beim ganz anderen Spiel. Jo, wo sind wir hier denn? Bei Dragon's Prophet. Das scheint ein neues RPG zu sein. Heute zweiter Tag Gamescom. Wir sind heute hier beim Fachbesuchertag und auch beim Medientag. Neben mir ist gerade David und er wird euch jetzt gleich mal sagen, was ihr gleich sehen bekommt. Ihr seht schon, er ist eingekleidet worden, aber das erzählt er euch jetzt lieber selber mal. Ja genau, wir waren gerade bei Nvidia am Stand und die haben da die ganze Zeit eine riesige Show gemacht. Also es sind immer wieder, glaube ich, alle zwei Stunden ist eine Show. Gibt es erstmal die ganze Zeit T-Shirts, wie man hier unschlecht sieht, wurde ich schon eingekleidet und verschenken die ganze Zeit Sachen. Und es gibt eine GeForce GTX 67 zu gewinnen. Also unbedingt hinschauen, ist echt ein geiler Stand. Da geht es auch richtig rund, die haben da immer richtig Party und richtig Show, also nur zu empfehlen. Und vor allem auch nicht zu vergessen, werdet ihr gleich im Video sehen, die haben eine ganz geile neue Konsole, mobiles Teil. Einfach mal reinschauen, da seht ihr jetzt alles, wie das Ding aussieht, was es kann. Mit Android ist auf jeden Fall interessant. Zu gewinnen sein. Einer von euch wird die gleich mitnehmen. Im Wert von über 200 Euro bis ungefähr 300 Euro. T-Shirts werden wir jetzt raushauen, aber, müsst ihr euch erstmal verdienen. In this city, no one. I wasn't always this guy. They crossed a line, and for that, I will make them pay. I'll turn their city against them. So, jetzt sind wir hier am Stand von Nvidia und der David spielt hier gerade was ganz Interessantes. David, geh mal ein Stück zur Seite, dass der Jo das auch einfangen kann mit der Kamera. Ganz neue Eingabegeräte bei Nvidia. Nvidia Shield ist noch nicht auf dem Markt, kommt noch. Wie ist das Feeling bei dir? Lässt sich's gut steuern? Im Moment Need for Speed? Ich finde, bisher steuern es gut. Das Einzige finde ich, die analogen Sticks sind ein bisschen sehr empfindlich. Und ich weiß nicht, ob das noch im Spiel zusammenhängt, dass es noch nicht so hundertprozentig zusammenklappt, aber eigentlich sonst bisher ganz geil. Bildschirm ist eigentlich sonst top und ich finde es eigentlich total cool, die Sache. Es ist jetzt ein bisschen klein, wenn man hier mal schaut. Auf dem großen Bildschirm ist es schon schöner zu zocken. Liegt gut in der Hand eigentlich, kann man gut greifen. Und ja, schau mal, also ist eigentlich ganz schön verarbeitet auch. Man muss dazu sagen, da ist auch ein Android-Betriebssystem drauf und ihr könnt das natürlich auch mobil nutzen. Und wir haben halt hier jetzt im Moment den Vorteil, dass wir das an einem TFT-Bildschirm angeschlossen haben. Und da macht das Zocken natürlich auch noch mehr Spaß. Aber ihr seht es nicht, aber wir sehen es, die Grafik ist echt top, kann man nicht sagen. Und es läuft flüssig
Und man müsste man jetzt nachgucken, was für Voraussetzungen Need for Speed hat. Daniel ist ja eigentlich Apple-Nutzer und jetzt ist er hier an einem Gerät mit Android und er zockt auch noch auf Android. Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Es ist, also vom Feeling her ist es schon durchdacht, es ist angenehm zu halten. Es geht, ja, das Spiel lädt ziemlich schnell, ja. Allerdings ist hier die Fahrzeuge, sind halt, die fahren in Echtzeit, ja. Wenn ich das hier mal kurz zeigen darf, hier. Die fahren ja Echtzeit, die Physik ist ja ziemlich originalgetreu, allerdings vom Handling her etwas umständlich. Was ich von der Bedienung her von diesem Game Shield sehr unpassend finde, ist, dass immer dieser Wechsel zwischen Shield und Touchpad, das Ding hat Touch, stattfinden muss. Ja. Manche Elemente kann ich nicht über die Elemente oder Bedienelemente ansteuern. Da muss ich dann wieder die Hand abnehmen und muss eben Touch verwenden, was sehr umständlich ist. Ansonsten durchdacht, allerdings mit Verbesserungsbedarf. Ja, also ich danke dir, du hast jetzt uns den Farming Simulator 14 vorgestellt für Android. Und ich würde sagen, wir schauen dann gleich nochmal am anderen Gerät mal ins Betriebssystem rein. Also wir haben hier einen ganz normalen Android Home Desk und wir können ja auch ganz normal in unseren Google Market gehen, der ist natürlich hier gesperrt an der Messe. Sehen hier oben auch Gmail, Google Mail, also ihr könnt das Gerät auch ganz normal nutzen. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine gute Alternative sein, sag ich mal, zu einer mobilen Konsole von Sony. Und er kann das auch wunderbar verwenden in Verbindung für seine Mails zum Beispiel. Auf die Plätze! Noch nicht anfassen. Auf die Plätze! Fertig, los! Anfeuern! Go, 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 go! Unser Retro-Kameramann hat sehr viel. 7! Aussehen! Aussehen! Okay, ich glaube, es war. Ui, wie hast du noch was? Woher hast du die? War der nicht erstmal ein bisschen langsamer? Oha! Er hat mit 7 gewonnen. Applaus für unseren Sieger.
Jetzt kommt die, richtig, die Preisübergabe. Das nennst du, Marco, einfach so machen, das reicht. Du hast wallendes Haar, du bist Surfer. Okay, perfekt. Ja. Mufasa.
So, wie versprochen, sind wir jetzt wieder am Stand von Nintendo. Und gestern durften wir es ja noch nicht zeigen. Und heute spielt mal wieder der David für uns. Allerdings kein Mario Kart, sondern Wonderful 101. Und David, wie ist so das Gefühl auf der neuen Wii U zu spielen? Macht es Spaß? Ist es komfortabel? Naja, also ich finde das Ding halt ein bisschen groß, muss man sagen. Mit ganz klar komme ich noch nicht, ist halt ein bisschen unhandlich und globig. Die Steuerung ist halt ganz normal wie so ein Gameboy, also ich finde das jetzt nicht so groß anders. Das Display ja schon ganz gut aus, aber ehrlich gesagt schaue ich gerade lieber auf den großen Bildschirm, weil da sehe ich einfach mehr. Und genau, also dieses Display auf der Wii U ergänzt ja nur die Angaben, die auf dem Fernseher gezeigt werden. Der Jo fängt es gerade mal mit der Kamera ein und dann könnt ihr euch das mal angucken. Von Lego Super Heroes und der Kunde wird das jetzt mal anzocken. Wir dürfen allerdings keine Spielszenen zeigen, deswegen habt ihr jetzt hier nur den Audiokommentar. Aber ich hoffe, wir können das mal ein bisschen beschreiben. Und der Kunde ist sowieso ein bisschen Fan von Lego, oder? So wie ich dich kenne. Ja, na, ich habe ja damals schon mal Lego auf Windows 98 gezockt. Hier jetzt auf einer Sony Playstation. Mal schauen, wie es da spielen lässt, ob das Gameplay immer noch so ist. Ich zocke jetzt gerade mal den Story Mode, also so, ja, Adventure Game mäßig praktisch mit Lego Figuren. Es hat ein sehr langes Intro, ich meine, wir stecken jetzt schon seit gut einer Minute in dem Intro. Das ist jetzt Lego Marvel Heroes. Wie der Titel Super Heroes. Super Heroes oder Marvel Heroes ist. Vor allem, man muss auch mal sagen, wir haben zwar hier einen Bildschirm, aber ich bin der Meinung, die Grafik ist jetzt nicht der Oberburner. Ist vielleicht noch nicht alles fertig, aber die Grafik ist jetzt nicht der Oberburner, so was man hier sieht. Ja, man muss dazu sagen, bei Lego war die Grafik nicht so im Vordergrund gestanden. Da ging es einfach um den Namen, um die Lego-Figuren und einfach um das Gameplay, um das Feeling. Ja, also so wie wenn man praktisch mit echten Lego-Figuren spielt, nur halt eben auf einer Konsole oder auf dem PC. Jetzt wirft er mit einem Taxi. Hey, jetzt geht's aber rund. Und da droppen auch schon die Items, das ist ja der Wahnsinn. Ja, schauen. So, jetzt kann ich hier wieder ein Element. Oh, das kann ich. Was sagst du jetzt zu dem neuen Game? Das Game ist ziemlich geil gemacht hier. Vor allem das Adventure Game hier im Story Mode. Ziemlich geil gemacht. Man muss hier bauen, man muss hier ja, gegen verschiedene Leute ankämpfen. Man hat hier zwei Superheroes, mit denen man eben gleichzeitig kämpfen kann. Man muss hier jetzt parallel mehrere ja, Superheroes steuern, denen ihre Vorteile eben ausnutzen. Der eine kann Silber-Lego-Bricks zerstören, ja, der andere kann die dann eben hochheben. Also man muss hier schon taktisch spielen und eben auch die Fähigkeiten der einzelnen Figuren eben ausnutzen und auch sinnvoll einsetzen. Ich denke mal, es reicht so als Randinformation. Mir hat das Game auch ganz gut gefallen. So, wir sind jetzt hier am Stand von Astragon. Astragon ist bekannt für den Landwirtschaftssimulator, ist im Moment das bekannteste Produkt der Firma. Und wir sind froh, wir haben jetzt einen Interviewpartner bekommen von Astragon. Und wir werden jetzt gleich mal ein paar Fragen stellen zu dem neuen Produkt. Und wir gehen mal rüber zu den Kollegen. Landwirtschaftssimulator. Wir sind heute mal hier mit den Kollegen von Astragon und wir haben einige Fragen, zum Beispiel, was zeichnet das neue Game aus, der neue Landwirtschaftssimulator? Also neu war das Spiel ja im vergangenen Jahr, jetzt kommt das neue Titanium DLC raus, gleichzeitig noch die Konsolenversion für die PS3 und die Xbox 360, was die eigentliche Neuerung ist, dass man jetzt auch auf den Konsolen das Spiel spielen kann. Zusätzlich wird der Inhalt aus der Konsolenversion wird für den PC erscheinen als DLC und bringt dann Neuerungen wie zum Beispiel die neuen Mähdrescher von der Firma Case sowie weitere Maschinen von der Firma Case, Trecker und noch etliche kleine Neuerungen für das Spiel, insbesondere auch die neue Map, die im Stile der USA gehalten ist, um so den größeren Maschinen irgendwie einen Anspruch zu bieten.
um den größeren Maschinen gerecht zu werden. Was würdet ihr sagen, ist so die Zielgruppe für den Landwirtschaftssimulator? Also ich sag mal so, der normale Gamer, der kennt jetzt Shooter, der kennt Racing Games, aber Simulatoren ist ja doch noch nicht so das Metier für jeden. Was ist die Zielgruppe? Also ich möchte noch mal eben kurz so ein bisschen auf die Vergangenheit des Landwirtschaftssimulators zurückkommen. 2008 ist so die erste Version erschienen. Wir wurden damals ausgelacht, zum Teil verspottet. Es hat niemand so ernst genommen. Die Simulatoren, die waren für ihre Qualität auch nicht gerade berühmt, weil einfach auch für die Entwicklung ein gewisses Budget fehlt, wie die großen Firmen haben. Und im Verlauf wurde der Landwirtschaftssimulator recht erfolgreich, sodass wir jetzt schon auf eine Fangemeinde von über 3 Millionen Spielern zählen können. Und der Erfolg beruht eigentlich auch schlussendlich darauf, dass die Techniksimulation sehr, sehr authentisch umgesetzt worden ist und qualitativ hochwertig. Ja, sodass wir da einfach auch alle Technikinteressierte mit befriedigen können, die sich immer schon gewünscht haben, eine technische Maschine zu bedienen. Und wir verzeichnen da ein Klientel von jungen Kindern, jungen Erwachsenen, was so eigentlich das Hauptklientel ist, aber auch ältere, erwachsene Senioren, also da haben wir eigentlich die ganze Bandbreite. Also ihr seht, der Landwirtschaftssimulator ist nichts mehr jetzt für Bauern, sag ich mal, wie es das Gerücht im Internet streut. Was uns natürlich noch interessiert als YouTuber, wie steht ihr von Astragon zu Let's Plays? Es gibt ja viele Publisher, die sagen, ich geht Let's Plays, ich möchte, dass die wieder aus dem Internet verschwinden. Was sagt ihr dazu? Seid ihr da flexibel? Also wir von Giant Software betonen einen sehr neutralen Weg. Das heißt, dass wir uns eigentlich auch nicht einmischen. Und wir haben im Prinzip auch generell große Freude an Let's Plays. Auch viele Spieler, die Let's Plays kommen sehr, sehr gut an. Und der Landwirtschaftssimulator, es gibt zehntausende Videos in vielen verschiedenen Sprachen. Französisch, Polnisch, Englisch, Deutsch, Schwedisch, Russisch, alle möglichen Sprachen. Und YouTube ist ein wichtiger Bestandteil für den Landwirtschaftssimulator. Also es ist eine Plattform, wo auch sehr viel Neuerungen dargestellt werden, neue Mods werden auf YouTube veröffentlicht und dargestellt. Und von dem her haben wir große Freude an den YouTubern. Und ich mag mich erinnern, dass ich vor Jahren schon jemandem ein Interview gegeben habe, ein YouTuber, der von den anderen Firmen kein Interview bekommen hat. Und ich sehe das als klaren Fehler. Unsere Fans leben im Internet, leben vom Internet. Sie kennen sich bestens aus in YouTube, sie kennen sich bestens aus in Suchmaschinen. Und von dem her, wer YouTube nicht ernst nimmt, der ist selber schuld. Und wer irgendwas gegen Let's Play sagt, ja, der ist der Kritik in der realen Welt wahrscheinlich auch nicht gewachsen. Also von dem her haben wir viel Freude dran. Okay, also klares Statement von Astragon. Also ihr seht, ihr könnt Let's Plays produzieren. Die Jungs freuen sich darüber. Jetzt nochmal kurze Frage, wie viel kostet der Landwirtschaftssimulator jetzt, wenn er in die Läden kommt ungefähr? Also die Preise variieren, also das ist unterschiedlich, wo man ihn bezieht, ob man ihn online bezieht, bei Steam oder bei Amazon.de als Beispiel oder im Mediamarkt. Die Preise bewegen sich zwischen 20 und 25 Euro, sollten sich die Preise bewegen. Okay, also es ist durchaus ein Game, was sich lohnt. Wir haben uns auch vorhin schon mal selbst überzeugt. Sieht recht gut aus von der Grafik, vielleicht gibt es davon nochmal ein Let's Play. Also erstmal vielen Dank fürs Interview. Ja, Steffen, Dankeschön. Danke auch. Und vielleicht sieht man sich ja auf der Gamescom 2014 nochmal. Wird uns sehr freuen. Seid herzlich eingeladen. Kann man von ausgehen. Dankeschön.